Gut, dann fangen wir doch direkt mal mit der ersten Frage an. Hast du schon jemals ein lustiges Intro aufgenommen? Einen wunderschönen guten Tag, lange requested, jetzt von uns erfüllt. Never have I ever, spielen wir heute Never Have I Ever. Und dazu haben wir euch gebeten, uns Fragen zu bringen. Gehst mir auf den Sack. Was machst du da? Verstehe ich gar nicht. Ich bin du. Mirroring, mirroring. Bevor wir mal wieder eines unserer lustigen Spiele spielen, würden wir euch aber sehr gerne nochmal auf unsere Patreon-Seite hinweisen. Also, versteht uns nicht falsch, wir machen wahnsinnig gerne Videos, die sind lustig, wir interagieren super gerne mit euch, wir lesen eure Kommentare, vielen, vielen Dank dafür übrigens nochmal. Aber natürlich funktioniert auch Lass mal reden, wie alles quasi in der Welt, nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und da kommt ihr halt ins Spiel. Wir als Community, wir brauchen euch. Das heißt, wir müssen zusammen schaffen, dass Lass mal reden größer wird. Wir müssen es teilen, wir müssen es liken, wir müssen es retweeten, auf Snapchat, überall, was es gibt. Wir müssen unseren Freunden davon erzählen. Denn wir wollen natürlich, dass das hier noch größer wird und dass das uns allen noch viel, viel mehr Spaß macht, als es das jetzt schon tut. Und wir brauchen natürlich auch eure Unterstützung. Also ganz viele Leute denken immer, jeder, der YouTube macht, verdient sich dumm und dämlich. Ich glaube, es gibt einige, haben wir letzte Woche erst drüber gesprochen, Bibi und Co. verdienen sich, glaube ich, auch dumm und dämlich, aber Fakt ist, wir verdienen an YouTube keinen einzigen Cent. Und deswegen, denkt einfach nochmal darüber nach, wenn ihr einmal im Monat zum Beispiel auf einen Coffee to go verzichtet oder einmal im Monat auf einen halben Döner, dann könntet ihr uns auf Patreon unterstützen und sorgt dafür, dass es noch ganz lange lustige Videos von uns gibt. Also wir brauchen euch wirklich und wir als Community müssen zusammenhalten. Und deswegen erzählt es weiter, unterstützt uns und habt hoffentlich weiterhin ganz viel Spaß mit uns, so wie wir mit euch. Und weil wir unserer Community natürlich auch alles an Liebe zurückgeben, was sie uns gibt, haben wir euch euren Wunsch erfüllt und spielen heute Never Have I Ever mit den Fragen, die ihr uns geschickt habt. Ihr habt fleißig kommentiert unter Twitter, unter Facebook, unter Gay Romeo. Und deswegen haben wir alle zusammengefügt. Hier haben an die 100 Andy. Nun werden wir einen Random Number Generator im Internet ein bisschen die Zahlen durchlaufen lassen. Und dann haben wir die Number und dann machen wir... Hab ich oder hab ich nicht? Warum sprichst du jetzt mit russischem Akzent? Russischem Akzent? Ja, ich bin eigentlich Chinese. Alright. Also ihr habt tatsächlich man kommt nicht drum rum, ne? Ja. An die 100 Fragen geschickt. Die können wir natürlich nicht alle beantworten, aber wir haben ja, wie gesagt, diesen Random Number Generator im Internet angeworfen und wir generieren jetzt mal die erste Zahl. Warum komme ich jetzt mit diesem bescheuerten Akzent selbst? Ist ja auch egal, los geht's. Frage 52. Frage 52. Wir haben Haar im Mund. Ist das die Frage? Nein? Nee. Hattest du schon mal ein Haar im Mund? Hab ich. Das war ein Witz, Mann. Gagmaschine. Frage 52. Hattest du schon jemals Sex gehabt, während andere Personen im Raum waren? Okay. Möchtest du die Geschichte noch erzählen? Ist nicht Pflicht. Ich biete es dir nur an. Ja, heißt es mindestens eine andere Person. Ah, okay. Alles klar. Ende. An dieser Stelle würde ich gerne noch mal ganz kurz was sagen. Mama und an Papa. Dieser Stelle, Andi. Mama und Papa, ihr guckt ja zu. Schaltet aus. Schaltet aus. Nächste Frage, Nummer 24. 24 ist... Hast du schon jemals deiner Ex besoffen geschrieben? Oh, hast du nicht? Nee. Echt nicht? Total, andauernd. Warum sollte ich mit jemandem schreiben, mit dem ich Schluss gemacht habe? Na, entweder um zu haten. Oder um zu sagen, oh, ich vermisse diese. Ja, aber das interessiert ja keinen, sondern es interessiert, wem hast du denn geschrieben und warum? Ja, das war nicht die Frage. Frage Nummer 3. 32. 32. Hast du dich schon jemals selbst gegoogelt? Ja, warum solltest du das auch tun? Da findet man ja nichts. Question numero 49. Internationale. Internationale. Hast du schon jemals vor deiner Freundin masturbiert? Masturbiert oder masturbiert? Das muss man vorher klären. Masturbiert. Ja, man muss ja wissen, ob das echt... Was gemeint ist. Oh, das ist
eine krasse Frage, okay. Ja, dann nee, mach. Du mal. Ich werd rot. Warum? Warum hast du das denn gemacht? Ja, weil die scheiße war. So, warum muss man es denn machen? Warum hast du denn gemacht? Und ich wann? So, na, gefällt dir das? Hast du Lust darauf? Das ist eigentlich so quasi bei meinem ersten Date. Ist immer, ich hole die Leute in meine Wohnung, dann ziehe ich mich aus und ordiniere und sage, ja, mach's jetzt mit oder nicht? So. Du bist auch rot, das ist geil. Weil es wahr ist. Ja. Natürlich, natürlich. Ja, okay. Frage Nummer 5. Es war mir drin auf einmal geworden, ne? Frage Nummer 5. Die Nummer 13. Die Nummer 13. Warum haben wir eigentlich nur Sexfragen geschickt gekriegt? Die ist keine Sexfrage jetzt hier. Oh, langweilig. Nummer 13. Ich bin noch nie in meinem Leben schwarz gefahren. Oder bin ich schon mal in meinem Leben schwarz gefahren? Hab ich auch. Konnte jetzt die BVG und verknackt uns. Ja, warum werden wir eigentlich von der BVG gesponsert? Warum eigentlich? Ja, was ist hier los, Leute? Juti, kommen wir zur Frage Nummer, weiß ich nicht, Generator 23. Ach, endlich mal eine Sexfrage. Oh, wird Zeit. 23 ist, hast du schon jemals beim Sex den falschen Namen gesagt? Also den einen Geschlechtspartner konnte ich mir noch merken, also ja. Wirklich. Ja. Ich habe aber tatsächlich mal, soll ich es erzählen? Ja, erzähl. Es war einmal kurz davor. Oh. Ja, und zwar wollte Vanessa sagen, ja? Es war aber nicht Vanessa. Ich wollte aber Vanessa sagen und habe dann gesagt, Ova, in dem Moment habe ich es gemerkt und habe dann Wahnsinn gesagt. Ah. Ohne Scheiß. Woraus man ja schließen kann, dass du beim Sex viel redest. Oh, Wahnsinn, bin ich gut. Ja, wieso du nicht? Doch. Gut. Ich dachte, das ist so. Ja, muss man. Ja. Ja. Redet ja sonst keiner mit mir. Wir können unmöglich alle Fragen beantworten, deswegen spielen wir das Spiel nochmal. Kommen wir nämlich jetzt deswegen auch schon zur letzten Frage. Oh. Oh. Oder? Oder? Zusatzmaterial auf Patreon? Deal. Ich habe mir noch nie Körperteile gewaxt. Ach so, ja, das ist jetzt doppelte Verneinung. Ach so. Also ich habe schon, mir wurde schon mal was gewaxt. Okay, dann hast du recht, mir wurde noch nie was gewaxt. Nein? Nein. Noch nie? Noch nie. Nicht mal so aus Spaß? Doch. Nee. Nee, ich lasse mir die rauszupfen. Ach so. Mit einer Pinzette. Ich habe mal Waxing probiert. Wo denn? Am Bauch. Zeig mal. Da. Oh, schade. War schmerzhaft. Ich bin kurz eingeschlafen, was? War schmerzhaft. Ja? Warum hast du denn Waxing ausprobiert? Weil wir so einen Kaltwachsstreifen rumliegen hatten. Und da dachte ich mir, will ich auch mal ausprobieren. Die schreien immer alle so, wenn sie das machen. Mal sehen, ob es schlimm ist. Ist wirklich schlimm, ja. Können wir eigentlich mal machen, finde ich, als Challenge. Der Verlierer kriegt einmal sein Bein mit so einem Kaltwachsstreifen. Andere Stelle. Ja, wenn ihr das Spiel von uns sehen wollt, dass wir uns intime Körperstellen entwachsen lassen, dann müsst ihr ja drunter kommentieren. Außerdem müsst ihr dem ganzen Video ein Like geben. Ihr müsst uns abonnieren und die kleine Glocke aktivieren. Das wäre super. Außerdem könntet ihr mal auf Patreon vorbeischauen und euch Zusatzmaterial angucken mit ein paar mehr Fragen noch vielleicht. Genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, küssen wir uns zum Abschied. Tschüss. Wir haben uns wirklich berührt.